Hallöchen. Strand, na, mal gespannt. Das ist bei den Talenten nicht wundern. Es ist jetzt viel am Probieren. Sehr viel. Das geht leider nicht. Das geht nur zum Teil. Das betrifft nur Segen der Macht. Gab es noch irgendwas, was nicht richtig funktioniert? Ja, das war's eigentlich. So, probieren. Ja, es ist hochinteressant. Aber darfst nicht vergessen, dass vieles hier noch wirklich overpowered, underpowered ist und halt noch viele Fehler drin sind. Wie gesagt, hier das Talent betrifft nur, also ist im Moment nur für Segen der Macht. Alles andere betrifft es noch nicht. Das funktioniert gar nicht. Das wäre ziemlich geil, wenn ich endlich mit einem dicken, da hast du einen richtig dicken Heal. Ja, ganz kurz PvP-Talent, die zwei, die ich jetzt schon habe. Also es spielt sich heftig. Aber gut, das ist ja ziemlich normal. Nicht wundern, wenn ich hier so ziemlich ja gar nicht zurechtkomme. Ah, leck mich doch. Das ist nämlich alles andere als einfach gerade. Ich bin auch einfach mal tot. Ja, also wie gesagt, nicht wundern. Oh Gott. Was hat mich da jetzt umgehauen? Ah ja, natürlich ein gezielter Schuss mit fast 1 Million. Das ist wieder was, was ich... Naja gut, okay, das sind halt noch Zahlen, das darf man nicht vergessen. Das sind Zahlen. Zahlen, die noch nicht justiert sind. Ich meine, es ist nur so dezent mehr als ein Drittel von meinem Leben. Ja, auf jeden Fall Abwechslung. Da Mitte. Ja gut, es wird halt größtenteils nur gezerrt. Darf man auch nicht vergessen. Richtig gespielt werden die BGs gar nicht. Können wir dem vielleicht helfen? Da ist ein Pally, der stunt hier. Und jetzt hauen wir den weg. Können wir den wegmachen? Da ist die Bubble. Ja, leck. Da ist der Pally wieder. Das ist übrigens ein Holy Image, was ich sehe genau. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Also es ist extrem schwer eigentlich im Moment, noch zurechtzukommen. Was mich halt natürlich persönlich eher stört, irgendwie, dass alles so klein ist. Gut, ich habe die UI-Skalierung ja auch aufs Niedrige gestellt, aber ich kann halt den Kreml hier nicht hoch und nicht größer stellen. Da fehlt halt das passende Addon dazu. Ja, eben, das gekloppt ist, wie gesagt, normal. Nein, raus hier. Und ich habe auch keine Ahnung, was die so alles für Schaden drücken. Was hat mich jetzt eben umgehauen? Ja, das sind halt jetzt Zahlen, die irgendwo vielleicht noch... Oh, scheiße. Okay. Du willst gestunt werden, habe ich gehört. Okay, geht nicht. Nein, jetzt rennt er in die falsche Richtung, der Arsch. Ich will hier weg, 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 weg. Setz mich tot. Ja, keine Chance. Das ist halt, ne? Ja, genau, hier, da beschweren sie sich schon. I love aim shot, doing fucking 1 million damage in 2 globals. Ja, das ist halt, ne? Scheiße. Ach ja, genau, das hab, hier, die Segen ist keine Magie, das heißt, kann kein Magier von uns klauen. Und dadurch wird das Talent hier wahrscheinlich sehr interessant werden. Weil alle Segen 100% mehr Effekt haben. Also doppelt so viel Heilung, doppelt so viel Absorb und halt eine doppelt so hohe Chance, Schaden zu machen. Ist dann... Den mal. Jetzt sterben wir. Scheiße, jetzt wollte ich eigentlich schön Divine Storm da rein dreschen. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Der macht ordentlich Schaden. Also ganz gut Schaden. Der heilt auch ganz ordentlich. Und was ja viele vergessen, das hier. Ne, wo ist es? Das hier. Also der Ashbringer macht dadurch 20% mehr Schaden. Und, der Ashbringer, der göttliche Sturm. Oh, nur Schaden, nicht Heilung.
Und wenn und der, also der wird ganz normal gemacht wie sonst auch. Und ein kleiner göttlicher Sturm wandert dann, fliegt dann 20 Meter weit in die Richtung, in die man gerade schaut. Und das Ding macht richtig Schaden. Das steht nicht dabei, wie viel, aber es macht richtig Schaden. Also schon cool. Hallo an die neuen Zuschauer. Nicht wundern hier, wenn ich auch mal nichts sage, konzentriert bin, verrecke und so weiter. Das ist halt normal. Hier geht es wirklich mehr als drunter und drüber. Zurechtzufinden ist auch gerade nicht einfach. Zumal hier wirklich eigentlich alle nur am ja, DPS machen sind. Haben wir überhaupt Großheiler hier? Ja, es gibt zwei Heiler. Zahlen allgemein sind halt sehr hoch. Das ist normal halt, wenn man mit 3 Millionen live rumläuft oder so. Aber natürlich ist vieles nicht balanced. Ein Hunter macht über eine Million Aimshots. Also, ne? Braucht man nicht weiter kommentieren. So, und Divine Storm. Und jetzt sterbe ich gleich wieder. Scheiße. Ja, das ist halt blöd, ne? Das geht halt extrem schnell. Was hat mich jetzt umgebracht? Ja, ein 500.000er hinrichten. Aber sowas kriegt man auch hin. Also ich hab, mit Wings so 400-500k Urteil auch hingekriegt an einem Palli. Also das ist jetzt geht eigentlich auch. Also ich, da würde ich mich definitiv nicht beschweren. Man hat nur schon Schwierigkeit, irgendwie an Ziele zu kommen. Also das ist nicht gerade einfach. Den Stun nochmal. Na, es wird hier 361.000 Non-Crit an einem Feral. Also kriegst du mal Stun ab. Jetzt hat er Dispersion an. Ich mache mal langsam. Ja, 455k TV war das jetzt eben. Oh Scheiße, das hab ich auch verpasst. RIP. Ja, Wort der Helligkeit habe ich übrigens auch mal drin. Ich mag es persönlich halt einfach. Hallo an die neuen Zuschauer übrigens. Ja, das ist halt scheiß schwer gerade. Das geht auch extrem schnell, also ich gehe auch davon aus, das wird zukünftig wieder übel schnell werden. So ähnlich wie in Lich King. Ich halte nochmal auf. Oh, WOG, ein bisschen Heal. Prod Paladin ist übrigens ziemlich OP, macht extremen Schaden. Und heilt auch saumäßig viel. Nein, du bleibst da. Wups. Das ist nämlich jetzt ein kleiner Slow, den er abbekommen hat. Da kriegt der DS und da sieht man den kleinen Wirbel. Der war das einer? Nee, es waren sogar zwei. Cool. Das genau. Gift kann man wieder wegmachen. Hat einen Cooldown. Nochmal für die Neuen hier. Das hier funktioniert nur mit Segner Macht. Leider ist buggy. Und das funktioniert leider gar nicht. Sonst hätte ich nämlich wahrscheinlich Lichtfeuer drin. Was ist hier los? Er will sterben, hat er gesagt. Na? Übrigens, Leckerei und so, da kann ich nichts für. Was dann? Da fliegt. Ah, es sind sogar zwei kleine Stürme, die da fliegen. Da 394.000 der Crit an und Palli. Also leicht hat er es nicht. Bleibst hier. Da nochmal. Na komm, sterb. Geht doch. Konnte ich mich jetzt nicht beschweren. Also der hat jetzt gerade schon arg Probleme gehabt. Man darf halt auch nicht vergessen, dass hier ist ja auch ein Slow, ne? Übrigens kurzes Prestige hier. Nee, Quatsch, wo ist es? Wo waren das jetzt? Ah ne, hier. So sieht das dann aus. Bin jetzt gerade Stufe 2. Man sammelt im Prinzip ganz normal Ehre. Ihr seht das im Chat jetzt nicht. Ich brauche hier 750 und 596 habe ich und das. Oh Scheiße. Und das auch Scheiße wird sich natürlich dann steigern. So, WOG spammen. Soweit machbar natürlich. Weil wir dadurch nämlich ein bisschen heilen können. Wird zwar jetzt auf Langzeit nicht helfen, aber ich werde jetzt nicht sterben. WOG. Jetzt sterbe ich gleich. Nein. Ja, jetzt habe ich noch. Ah, jetzt habe ich einen Cooler noch rausgehauen. Scheiße.
hell of getting headshotted for fucking 1. Million. Ja, es gibt eine Fähigkeit vom Hunter, die heißt Headshot, habe ich abbekommen, nö. Und, also Kopfschuss, und das macht halt dann extrem viel Schaden. In dem Fall jetzt hier 1,4, ich habe vorhin auch 1,396 Millionen abbekommen. Das ist natürlich genau die Hälfte von meinem Leben, das ist halt bescheuert. Aber gut, das ja, wird natürlich dann noch geändert. Ah, hier ist Action. Ne, ich wollte eigentlich nicht buffen. Den wollte ich eigentlich heilen. 3 Heals kann ich gleich raushauen. Jetzt heile ich ja mich. Scheiße, das will ich doch gar nicht. Ach, Menno, durcheinander. Jetzt habe ich alle Buffs. Jetzt halten wir dich mal fest. Und mach nicht langsam. Ich werde jetzt sterben. Schmeißen wir mal lieber einen Storm dahin. Das ist natürlich sehr praktisch, den Storm... Ah ne, ist vorbei. Ich würde sagen, den Sturm einfach schmeißen. Wenn er nicht in Reichweite ist, also nicht in Melee-Reichweite und ihr habt 3 Heilige gemacht und ihr habt sonst nichts bereit, drückt einfach einen göttlichen Sturm, ihr heilt euch ein bisschen und der Gegner kriegt Schaden. Warte mal. Was hat er jetzt eben abbekommen? Was ist denn? Genau hier. Es ist halt übel, ne? Also göttlicher Sturm hat ihn nicht getroffen. Nee, göttliches Gewitter. 354.780 heilig und 169.333 absorbiert. Kritisch alles, ne? Ich glaube, da kommt ein Nerf. Das ist schon heftig. Aber ich muss mich dran gewöhnen. Ich habe damit mit Divine Steel, ich komme da gar nicht klar mit. Ich komme da irgendwie nicht klar. Wie gesagt, nicht wundern. Hallo an die Neuen nochmal. Werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit sagen müssen. So, sind wir denn jetzt hier? Welche Seite? Die Wartezeiten übrigens sind so zwischen 5 und 10 Minuten im Moment. Gut, es ist 11:45. Nein! Oh, Glück gehabt. Jedes Mal mache ich den gleichen Fehler. Da ist jemand. Todesmutig. Ah, hat er ja schon. Storm. Ah, das sollte eigentlich wenig Sinn machen, wenn er da ist. Jetzt aber. Na, guck. Na, 2 Stück sind's. Okay, das ist lustig. Das habe ich auch noch nie gesehen. Leute, Reichweite 30 Meter. Komm's, da geht er down, da geht er down. Da oben hingeschmissen. Ist hier irgendwas zum Angreifen? Ah, da ist da was. Komm mal her. So ein Feigling. Meins war zwar klar, aber... Greift der mich gerade an? Nee, kann er nicht. Combat. Oh, scheiße. Scheiße. Nein. Fick dich. Jetzt sterbe ich. Ja, auch trotz Bob. Wichser. War das? Nee, es war ein Shadow. Ich wollte gerade sagen. Und jetzt der Schuss... Macht die Nacktelfe hier. Schuss vom Hunter, ist das ein Heiler? Er ist kein Heiler. Nicht wundern, dass, wie gesagt, bei den Zahlen, auch nochmal die Neuen an diesen ganzen Zahlen nicht festweisen, das ist hier alles noch nicht final. Hier, wenn ihr schaut, da 61 Millionen Schaden oder hier 48 Millionen Heilung. Komm, die ist da. Das ist auch halt ungewohnt jetzt, dass der... Boah, der drückt ja schon übel. Geben wir den mal. Dass der, wie heißt es? Na? Jetzt komme ich nicht drauf. Ah, dass der Hammer... Bleibst hier. So eine niedrige Reichweite hat. Ey! Jetzt hier raus. Bam! Die Eule heilen. 426k Heal Crit ist übrigens nicht wirklich viel, wenn man überlegt, dass wir maximal 3 Heals raushauen können. Das heißt, wir werden bei 1,2 Millionen und danach sind wir oben. Und viele ein paar Sachen hier brauchen dann doch noch Mana. Das braucht Mana 60.000. Bei 220.000 ist das ziemlich teuer. Das braucht auch Mana, die Hand der Erinnerung. 60.000, also das ist übel. Das braucht alles noch zusätzlich Mana.
Bleibst hier. Hier geblieben, habe ich gesagt. So, Sturm. Kick. Stun-Medisch. Wie kommt der zu gar nichts? Aber wir haben den Brock nicht mehr, wenn wir mal töten, dass wir mehr Heal haben. Das haben wir nicht mehr. Prodory. Das ist Gott. Okay, WOG. Da sind Hunter. Hunter sind im Moment ziemlich übel. Und ich vermisse auf jeden richtig den Hammer. Hammer des Zorns, der fehlt. Der Ashbringer ist die Artefaktwaffe, die du als Retri bekommst. Nur ich kann nicht in die in das Sanktum, da gibt's hier kein WOG-Spam. Da gibt's keine Möglichkeit. Oh, Bubble, Bubble, Bubble. Nein, scheiße! Cooldown rausgehauen. So, aber das hat jetzt ordentlich geheilt, ne? Ja, das war ordentlicher Push im Heal-Meter. Also, hier, wo ist es? Also hier. Aschenwelle schmeißen, das ist ein AE-Schaden mit Slow und Stun auf Dämonen und Untote. Und dann vorher die Wings ziehen und dann der AE-Spam, das tut schon weh. Das ist schon ganz nett. Ja, also falls du es nicht mitbekommen haben solltest, jede Klasse, jede Spezialisierung bekommt ihre... bekommen Artefaktwaffen. Das heißt, es gibt so keine Waffen, die du austauschst, so wie jetzt. Also du musst im Raid und auch im PvP dann keine Waffen farmen, sondern du hast eine und die verbesserst du dann. So. Dann melde ich mal. BOG. Ne, Quatsch, nicht von BOG. Jetzt habe ich niemanden getroffen. Lass mal gucken, die Leute so ein bisschen heilen. Ah ne, dann müssen wir. Scheiße, das ist da raus. Da kann ich gleich warten. Ansonsten wird das nix. Mal ein bisschen heilen, aber viel geht halt nicht, ne? 280k ist nicht viel. Ja, mach das mal, Mage. Das wird nichts. Da werde ich sterben. Ja, das war klar. Was hat mich da jetzt erschossen? Ne, doch nichts. War der Shadow. Im Visier 314.000. Ah, sind wir fertig. Reicht's? Ja, Stufe 3. Jetzt gibt es das nächste Talent. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Stats hier. Das ist jetzt sortiert nach Schaden. Wie gesagt, ist jetzt halt alles etwas heftig. Also da nicht zu viel. Nicht zu viel reininterpretieren. Wie gesagt, Hunter machen 1 Million oder 1,4 Millionen Crits. Also, ja. So, nächstes Talent gibt es mit Stufe 4. Ja, haben wir einiges doch schon. Anmelden dauert 5 bis 10 Minuten. Genau. Jetzt weiß ich hier nicht, also hier steht jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, 750 Ehrenpunkte brauche ich, 303 Ehrenpunkte habe ich. Ich habe eben aber auch schon 750 gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Blizzard hier noch eine Justage macht, keine Ahnung. Man hat, was hatte ich hier gesehen, wo waren das, Talente? Prestige hier, 1, 2, 3, 4, mehr Stufen gibt es nicht, also insgesamt... Wie viele Level sind es? 50. Also insgesamt, wenn man Prestige Level 4 haben will, bräuchte man im Prinzip 200 Level. Und dann ist man fertig und dann hat man das durch in dem Sinne. Es soll ja Belohnungen dafür geben. Keine Ahnung, wie lange, was es da, also es gab, wurde ja gesagt, was es geben kann, aber man weiß ja nicht, was es dann gibt. Jetzt müssen wir hier noch warten. Ja, 7 Minuten, schauen wir mal. Ja, also es wird wahrscheinlich irgendwann aber mehr werden, natürlich. Was haben wir hier? Ich gehe die mal einfach durch. Das ist die klassische Insigne, so gesehen. Ja, hier fehlt es jetzt irgendwie. Das ist ein automatischer, eine automatische Insigne. Das ist eigentlich irgendwie blöd. Generell reduzierter CC. Das ist vielleicht eine Überlegung wert.
Zähigkeit. Wenn man über 80% Life hat, 20% weniger Schaden. Als Taucher würde ich persönlich sogar das hier nehmen, weil... inwiefern das natürlich Sinn macht, dass die andere Frage hat. Ocean Invite. Man hat ja hier eindeutig mehr Life. Und dann nochmal 10% mehr Gesundheit. Also hiervon. Ja, es rechnet sich dann schon irgendwo. Black Desert, kann man das jetzt eigentlich spielen? Geht doch jetzt, oder? Geht das nicht seit 1.3.? Weiß gar nicht. Also ich spiele es selbst nicht. Aber soll ganz ordentlich sein, zumindest von dem, was man hört. Hier, Protpaler. 3,6 Millionen Life. Protpaler, die können, wenn sie wollen, ordentlich Schaden machen und heilen. Also, das ist im Moment ziemlich heftig. Die verrecken halt einfach nicht. Hatte ich für ihn schon eine. Kriegst du so schnell nicht tot, wenn er sich ordentlich anstellt. Also, hier waren wir genau. Ja, hier. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Hatte der einen Holypaler hatte so oder sowas nochmal gehabt. Da ist die Reichweite für den Hammer, das merkt man schon. Man hat nur 10 Sekunden, 10 Meter. Hier hätte man dann 20. Das wäre mehr Lauftempo mit Hand der Freiheit. Das ist sowieso ziemlich geil. Ich gehe davon aus, das wird wahrscheinlich jeder Retri im PvP in Arena skillen. Weil man holt jemanden aus dem CC raus und derjenige hat danach 6 Sekunden lang weniger Effektivität auf so weitere CCs für 5 Sekunden. Jetzt ist die Frage, ist das Magie? Oder nicht, wenn das keine Magie ist und dann noch davon beeinflusst wird, was ich mir nicht vorstellen kann, weil da hätte man 100% Immunität für 12 Sekunden. Ne, für 10 Sekunden, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre extrem OP. Vor allem, wenn es keine Magie ist. Aber gut, man weiß es nicht. Warte mal, war doch Greater Blessing, oder? Ah ne, Blessing. Ah ne, dann ist es davon nicht beeinflusst. Genau, weil es sind die Greater Blessings. Genau, okay. Ne, dann ist es davon ja gar nicht beeinflusst. Dann hat es sich schon erledigt. Aber das Talent ist schon ziemlich... Das finde ich schon allein vom... Das liest sich schon mal richtig geil. Ist wahrscheinlich auch ziemlich toll. 25 Sekunden CD ist jetzt auch nicht so viel. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich wieder auf die Fresse. Oh, dann hauen wir dich mal weg. Du bleibst hier. Ist ein Sturm hinterher. Ach, jetzt hab ich ihn gleich mit. Oh ja. Okay. Was war das? Das war nicht viel. Ja, da hat es mich aber richtig zerfetzt. Ja, das war der Schommi. Das war aber auch ein krasser Burst. Angezündet und weg bin ich. Ja, wie gesagt, bei den Zahlen muss man noch aufpassen. Ist alles noch nicht so fein justiert. So. Können wir irgendwas tun? Da ist doch ein Protpalli. Gucken wir mal. Wie schnell. Alter, Bubble. Okay. So, hier geblieben. Aber ja, der hat ja einen Slow bei ihm. WOG. WOG, damit die Leute nicht sterben. $600k, habt ihr das gesehen? 600k, 400k. Also da geht schon was. Kann ich ihn noch erwischen? Ne, kann ich nicht. Was ist denn da alles? Stun werde ich mal. Und jetzt drückt mir die ins Gesicht. Ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, den Hammer des Zorns, der wird... Was heißt behindert? Der wird schmerzlich vermisst, das kann ich euch sagen. Stimmt auch mal. Was greift der an? Foul, der verreckt auch nicht. Ist das ein Tank? Das ist ein Tank! Ach du Scheiße. Bleibt hier. Ach, das war falsch. Was ist denn da? Das Glück greift er nicht, also das hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Weil der Furrow kann sich da deutlich besser gegenhalten.
deutlich. Das war krass, aber der hat ja auch fast viel. Der hat 3,8 Millionen Live. Ist auch heftig. Oh. Na gut, okay, wenn das Equip höher steigt, werden sich auch die 10% bei mir hier dann auch deutlich besser auswählen. Jetzt habe ich keine mitgenommen. Scheiße. Ach, Mountain Tank, da 3,6 Millionen unser Tank. Ja, wie gesagt, auch hier nicht wundern, es wird halt hauptsächlich gezerrt, so richtig aktiv gespielt, so wie man es eigentlich machen sollte. Naja. Welche neuen Animationen meinst du beim Paladin selber? Finde ich total cool. Wobei manche irgendwo doch ziemlich übertrieben sind. Aber gut, das ist letztendlich irgendwo Geschmackssache. Wenn ich jetzt hier jetzt den Schild hier nehme, zeige ich gleich nochmal, falls es noch nicht gesehen wurde. Komm her, wo ist es? Da, das Schild hier, das ist halt extrem. Das ist größer als die Bubble selbst. Und die Bubble ist schon relativ... die sieht aber jetzt wirklich aus wie eine Blase. Das finde ich eigentlich ganz cool. Was dann? Er hat kein Execute mehr zu haben, ist schon schmerzlich. Was ist denn der? Monk. Ist das schon wieder der Tank? Nee, das ist ein Mage. Okay, da muss das Richturteil halt. Haha, richten. Haha, war schwierig. Ja, wie gesagt, die Animationen, das sind cool, auf jeden Fall. Ich werde auch noch im Laufe der nächsten Zeit, werde noch im Laufe der BGs andere Talente probieren, um das mal in Aktion zu zeigen. Aber wie gesagt, nicht wundern, ich weiß halt auch nicht genau, wie ich das entsprechend, ja, das ist halt, schwierig im Moment alles so richtig anzubringen. Das darf man also nicht vergessen, dass das hier jetzt nicht so ideal spielt ist. Wenn es jetzt auf dem Live-Server wäre, wäre das was anderes, aber da ist die Routine halt drin, da, ja. Darf man jetzt nicht zu viel drauf geben. Oh ja. Jetzt müssen wir hier irgendwo in den Zerg. Da ist ein Zerg. Ja, wie gesagt, auch nicht. Und dann, komm, sterben. Holy Pally. Dann babbeln wir. Ja, das war's mir wert. Das war aber falsch. Scheiße. Das war total bescheuert. wie der Retri ist, das ist schwierig zu sagen. Du hast, wie gesagt, ein Hunter ist so OP, der drückt dir, wenn er will, die Hälfte mit einem CD weg. Also, was war das? Ein Kopfschuss mit 1,4 Millionen. Also, ich habe ich auch schon abbekommen, da war der Stream aber, glaube ich, noch nicht an. Doch, da war er, glaube ich, sogar an. Demon Hunter machen unglaublichen Schaden und sterben einfach nicht wirklich. Prot-Paladine machen auch massig Schaden, Heal und so weiter. Also, wenn man, ich sag mal so rum, wenn man in Ruhe machen kann, ordentlich. Ich meine, ich kann jetzt hier das zeigen, aber das bringt jetzt auch nicht viel. Weil hier wird einfach nur wild, hier wird wild gezerrt und, ja, so wirklich richtig was gemacht wird eigentlich gar nicht. Deswegen ist das schwer zu sagen. Zumal, die Zahlen auch im Moment überhaupt nicht final sind. Das heißt, da kann man auch nicht viel drauf geben. Grundsätzlich, sag ich mal, Potenzial auf jeden Fall da. Also, spätestens wenn ich, hier die Aschewelle schmeiße, also Wake of Ashes war es, glaube ich, im Englischen, und dann CDs ziehen, da kommt ordentlich was bei rum. Und man muss halt auch gucken, dass man mit dem göttlichen Sturm, wenn man, das hier ist ja geskillt im Moment, weil da fliegt dann so, ich glaube zwei kleine Stürme waren es dann, die fliegen dann halt in die Richtung, die man geguckt hat, die machen ordentlich Schaden. Und wenn man das alles richtig timet, das ist unglaublich Schaden, auch gegen ein Ziel. Ja, Leute, ihr müsst schon herkommen. Es ist jetzt nicht den ihr ernst. Klar, alles Katzen hier. Eins, zwei Katzen, Schurke. Noch eine drei Katzen hier, cool. Katze OP? Keine Ahnung. So, Anna, bist du? Da sterbe ich jetzt gleich. Egal, Hauptsache nochmal. Ja, da konnte ich nichts machen. Na gut, 10 Jahre gab es den Hammer des Zorns jetzt nicht, oder? Wurde eingeführt? Jawohl, ne, doch, stimmt. Der wurde im 1.9
9er Patch, 8er Patch, irgendwas wurde ja mal integriert. Ja, das ist richtig. Also ich meine, er wird schmerzlich vermisst, weil man es halt gewohnt ist und dann dadurch, dass man jetzt halt wirklich immobil ist. Ich meine, ich denke jetzt die ganze Zeit irgendwie nicht dran, Divine Steed zu benutzen, aber man ist doch trotzdem, man läuft den Leuten oft hinterher. Wobei, muss mal gucken, wie später dann ist. Sind die jetzt hier alle? Da unten am Zergen. Hier geblieben. Stun. Freedom. Das Problem ist halt, ich kann jetzt nicht mal so slow, nur damit noch. Ist er jetzt down? Irgendwie so, oder? Ja, man muss halt schauen, also grundsätzlich, ich weiß ja, das macht an sich schon einen guten Eindruck irgendwo, weil es ist ja nicht so, dass hier jetzt alle Leute hier so abhauen können, wie man es kennt, ne? Also vor allem, wenn ich jetzt überlege, ich hau dem Mage jetzt hier gleich wahrscheinlich richtig was rein, da 500k, das ist ein Fünftel, glaube ich, von seinem Life oder so, also das ist, da ist das Schild nochmal. Ach du Scheiße, fickt euch. Ich meine, die Bock kriege ich, jetzt habe ich die Bock. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich trotzdem. Ach du Scheiße. Ach, ich sterbe jetzt, ja. Ja, es ist halt auch ein bisschen wirr, also. Obacht, ne? Irgendwann vorbei. Jetzt 3,5 Minuten noch und spätestens dann ist das Gezerge hier vorbei, weil die Allies kommen jetzt hier irgendwie nicht durch. Die wollen auch, glaube ich. Ah, doch, da hinten. Wie weit sind wir denn hier? Die Hälfte. Wenn wir das gewinnen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich auf nur Rang 4 komme. Dann habe ich das hier. Dann hat der Hammer immerhin schon mal 20 Meter Reichweite. Das ist dann schon mal viel, viel besser. Wir gehen einfach mal hier rüber. Da ist ja auch irgendwas. Nehmen wir so ein bisschen den Chat lesen. Ja, und gut. Gerade mit Low Life. Man verreckt halt wirklich extrem schnell. Aber man kann den Leuten noch richtig was reinzimmern. Wie gesagt, wenn ich den Mage jetzt nehme, was hat der für Life? Der wird so 2,5 Millionen haben. So, wenn ich dem 500k reindrücke, tut das weh. Außerdem darf man nicht vergessen, ich habe das hier drin. So, Blade of Justice, Critical Strikes, No Deals, Deal, Three Types, Normal Damage. Also das merkt man dann schon. Ich werde auch nachher nochmal hier mitarbeiten. Allerdings vom Spielgefühl her und so weiter, wüsste ich nicht, was das für einen Sinn macht, weil man eigentlich kaum viel zu selten direkt am Ziel dran ist, als dass es Sinn ergeben würde, sowas zu skillen. Weil es macht ja deutlich weniger Schaden, deutlich. Ich kann es halt jetzt nicht zeigen, aber es ist schon einiges. So, wir haben jetzt hier 82k und das macht, glaube ich, dann nachher 45k oder vielleicht 50k. Das hört sich jetzt, das ist jetzt vielleicht, hört sich nicht so viel an, aber es macht schon einiges aus. Man hat zwar einen CD öfter bereit, aber es bringt mir nichts, wenn ich nicht am Ziel bin. Dann habe ich nämlich gar nichts von. Ja, scheiße, jetzt habe ich hier, was ist 3,5 Millionen. Was ist das jetzt? Das ist jetzt Tank, DD. Da komme ich jetzt nicht dran. Jetzt bräuchte man... Also, ich bin der Meinung, im Moment her muss eigentlich sowas wieder herkommen. Wie heißt es? Lange Arm des Gesetzes. Das muss eigentlich wieder herkommen. Weil du hast überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie hinterher zu kommen. Ah, cool. Flying Pets. Und ich weiß auch nicht, warum ich einen Heal zum Skillen habe. Also, hier Blaze of Light ist das ja. Hier, warum ich das wirklich skillen muss. Ich meine, ist halt so die Frage. Ich meine, ich muss hier, um viel zu heilen, muss ich halt hardcasten. So, und die Heals sind nicht wirklich hoch. Ach du Scheiße. Konzentrieren. Kann
ich hör dich nicht, sorry. ja, man muss halt hart casten und die Heals sind halt nicht extrem hoch. Ich kann auch nur 3 Heals wirken und bin nicht oben. So, das heißt, eigentlich... Kann man mal heilen hier. Das ist jetzt Crit gewesen, das war glaube ich eh nur mit... Was mit CD? Ach, ich weiß gar nicht. Das sind wie gesagt Crit-Heals. So, ansonsten ist das halt deutlich weniger. Gut, jetzt ist schon vorbei. Ich lese gleich den Chat. So, Adam ist gerade auf Stufe 4 geschafft. Schön. Hier einfach mal so ein paar Zahlen. Das ist ein Brotpalli. Ja, aber wie gesagt, Obacht. Ja, auch bei der Heilung hier. Ja, ein bisschen was seht. Das könnt ihr wahrscheinlich kaum erkennen. So, oh, Chat lesen. Das Game als Balance, das kann man jetzt nicht sagen. Das ist ja noch in der Entwicklung. Es ist... ja, eben, es ist viel zu früh, um jetzt irgendwas über das Gameplay sagen zu können. Also, ich sag mal so, mir macht es gerade schon Spaß. Also, ich kann, wenn ich jetzt sagen würde, es wird kein Spaß, wäre es gelogen. Es macht Spaß, ziemlich sogar. Es sind halt so Kleinigkeiten, die mich persönlich irgendwo stören, beziehungsweise die Frage ist halt, wie wirkt sich das nachher aus, dann, wenn man, wenn... Ah, ganz kurz. Ah, Artefakt macht, aber ich habe hier schon alles voll. Auch noch 750, wahrscheinlich bleibt das jetzt so, damit man schnell leveln kann. Bitte anmelden, Moment. Da. Wo war ich? Jetzt habe ich wieder den Faden verloren, oder quatschen. Ach. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich quatsch zu viel. Was hatte ich denn zuletzt gesagt? Das gibt's doch gar nicht mehr. Das gibt's doch nicht mehr. Hier war ich gewesen? Hier? Na ja, gut, dann habe ich es halt vergessen. Das ärgert mich jetzt. was hatte ich Ziel? Ja, hiermit probiere ich es jetzt mal. Also hiermit habe ich es schon mal probiert. Geht auch. Ich knüpfe jetzt einfach mal an das letzte an. Hi ho, an die neuen übrigens. Oh, sind ja. Wow. Ich sehe viele. Freut mich. Hallöchen. Ja, ich. Hab jetzt leider wirklich den Faden verloren. Ich knüpfe jetzt einfach mal das letzte irgendwie an. Mit wegen Mobility und den Talenten hier. Also, da muss ich probieren. Ich glaube aber nicht, dass das Sinn macht, weil man muss dazu wirklich im Zerg stehen. Also im PvP muss man im Zerg stehen. Ach ja, genau, wegen Spaß, richtig. Also mir, also es macht, also mir macht's wirklich Spaß, ja. Unabhängig davon, dass halt vieles neu ist und so weiter. Das macht einfach schon Spaß. Problem ist halt irgendwo nur, man ist so wie so ein Klotz. Wobei ich jetzt natürlich auch das größtenteils nicht so wirklich toll ausnutze, weil ich vergesse einfach, dass ich Divine Steed habe. Und dann kann ich im Hunter ja, ne? Muss, wenn ich das besser drin habe, ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm. Muss man mal schauen. Und spätestens wenn ich hier vor allem richtig eingespielt bin und meine Gegner dann auch und man wirklich hier auf einem ganz anderen Niveau spielt, dann spätestens wird man wirklich sagen können, wo es die großen Defizite sind, die man beheben sollte. Also vom jetzigen Stand würde ich persönlich eigentlich sogar sagen, langer Arm des Gesetzes, also sprich einen kleinen Sprint aufs Richterteil, würde es glaube ich sogar ausreichen. Aber das ist jetzt BG, Gezerge, viele probieren auch, ist schwierig zu urteilen. So, jetzt habe ich aber Ziel mal rausgenommen, jetzt nehme ich mal Crusader Freud, das hatte ich schon, das hatte ich auch schon. Das ist halt auch so eine Sache. Genau, dadurch, dass man nicht oft am Ziel ist oder vor allem nicht unbedingt wirklich lange, je nachdem, ist halt die Frage, ob solche ob das Talent hier zum Beispiel jetzt unbedingt Sinn macht. Weil, ach ja genau, jetzt sieht man auch den Schaden hier, genau. Der normale Schaden sind 68.492, also 68,5. Und der Schaden von Klinge des Zorns liegt bei knapp unter 24.000. So, die Klinge der Tugend, durch das Talent Klinge der Tugend machen kritische Treffer den dreifachen Schaden des normalen Schadens. Das ist riesig. Also, Hallöchen, ich habe keine Ahnung, wie die anderen Klassen sind. Ich spiele nur den Retri. Ich habe allerdings für einen Bekannten das mal probiert, weil er mal wissen wollte, wie das so ist, vom Gefühl her. Und ich glaube, das war eigentlich allerdings an der Puppe nur, ne? Da gab es hier das PvP und alles nicht. Das hat sich für mich persönlich, der kein Morgen spielt, ganz gut angefühlt. Ja, wie lange dauert denn das jetzt noch? Naja, gut, okay.
wohin, das geht ziemlich schnell. Wie gesagt, so zwischen 5 und 10 Minuten habe ich die letzten PGs immer warten müssen. Außer das letzte, das im Strand, das ging jetzt sehr schnell. Das könnte ich noch probieren. Ich könnte ja mal mit Blendlicht arbeiten. Habe ich das hier drin auf der 9? Dann habe ich das. Ja, 1,7 Millionen. Schön. Ja, weiterer CC-Schaden. Und bricht bei Heiligschaden nicht. Das heißt, man kann Richturteil. Ist das Mark-Division? Ah, ist körperlicher Schaden. Mist. Kann man das nicht machen? Ich muss mal gerade überlegen. Das heißt, man blendet, macht Richturteil. Das kann man noch reinschmeißen. Da kann man einiges reinschmeißen. Die Gegner können nichts machen. Muss man mal probieren. Aber 70k ist jetzt nicht viel. Wobei ich nicht weiß, wie viel das am Gegner. Aber das müsste eigentlich deutlich mehr sein. Ich überlege, das hier sind wir bei 99.000 Schaden. Müssen wir mal schauen. Ich überlege, das ist halt, das ist wirklich praktisch. Das ist doch für die Gruppe extrem wichtig. Also, Wort der Herrlichkeit, jetzt vom Gefühl her, ich muss mal die anderen noch mitnehmen, ist vom Gefühl her sehr, sehr nett. Zumal es halt auch ein Heal für einen selber ist. Aber es ist auf Dauer doch schon ordentlicher Passiv-Heal. Vor allem, wenn man selber nicht den Schaden kassiert. Ja, ich kann das Equipment zeigen. Das ist alles 810er Equip. Aber irgendwas. Achso, der ist ja runter. 810er Equipment. Ich hab's aber gemockt, weil es sieht extrem hässlich aus. Schau mal, wie sieht das aus hier, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Das haben aber alle Plattenträger im Moment irgendwie. Also ich habe DKs im Krieger schon damit gesehen. Also es scheint so ein Filler-Set zu sein. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schön. Aber das ist alles Geschmackssache. Das Einzige, was ganz nett ist, ist der Effekt hier an den Schultern. Das hier. Aber irgendwie auch nicht. Hat für mich persönlich nichts mit dem Paladin zu tun. Aber gut, was soll's. Dauert immer noch. Blendes Licht ist da. Ja gut, also Werte, hier ist Crit, Mastery, Vielseitigkeit, Tempo. Das ist halt komplett unterschiedlich. Da wird auch noch probiert, das haben sie ja gesagt. Jetzt bei Trinkets mit Vielseitigkeit. Weil eine Insignie hat man ja jetzt, der Ashbringer ist vom Item-Level her immer noch ganz unten. Aber halt, wo war es hier, komplett ausgeskillt. Der sieht auch anders aus. Es gibt auch ein paar andere Trades. Das ist die Aschewelle, genau. Genau, Kreuzverschluss macht mehr Schaden, das ist glaube ich neu. Göttliche Sturm, nee, das ist nicht neu. Das gab es auch schon, das gab es schon. Das wurde aber glaube ich verringert. Das ist neu, beziehungsweise das war früher mal der Proc gewesen, vom, wenn man das Richturteil benutzt hat. Das ist jetzt ein Trade hier drin. Und das müssen wir auch nur schauen, das ist nicht neu. Vorahnung wird reduziert, ist auch nicht neu. Richturteil erhöht Schaden, das ist auch nicht neu. Lichtblitz mehr heilt, ist auch nicht neu. Das ist auch nicht neu. Das ist neu. Allgemeiner Schaden um 5% erhöht. Das ist nicht neu. Grundschild, das ist auch nicht neu. Das ist neu. Kreuzverschluss hat 18% erhöhte Crit-Chance. Ja. Das ist auch nicht neu. Das ist auch nicht neu. Nicht neu, nee. Also es ist hier jetzt so nichts Neues. Hier kann ich nichts reinsetzen. Ich habe nichts, oder? Nein, ich habe nichts. Man kriegt auch nichts. Man kann nicht in die Außenwelt. Das ist gesperrt worden. Blick gerade. Ja, das ist echt schade, das Licht fein. Ich gehe 241.000. 241.000, das ist kein Unterschied, ne? Ja. Oh, jetzt kommt ein Crit. Ne, kein Unterschied. Das hatte ich vorhin schon mal probiert. Muss ich persönlich sagen, wenn man das richtig timet, das Schwert kriegt man durch eine Quest, wenn du in Legion anfängst. Das ist die Artefaktwaffen, das ist bei jedem so. Oh, da ist der Weit. Göttlicher Eingriff ist eigentlich, wenn man es richtig timet, ganz praktisch. Vor allem 2,5 Minuten Bubble, ne? Aber man gibt halt Divine Steed auf. Das darf man halt nie vergessen. Ja, hier könnt ihr nicht, die werden zurückgeportet hier. Keine Angst. Das BG hat noch nicht angefangen. Zehner. Ach, leck. Bleibt so halt. Hier noch was zum Probieren. Gleichheit könnte ich eigentlich auch mal probieren, aber das Massenurteil. Überlegen. Ach ja, genau, Heiliger Zorn. Also Siegel des Lichts. Ist halt, das ist also, genau, mit Siegel des Lichts probiere ich es für euch nochmal. Das lasse ich auch mal dran.
Das ist so, göttliche, na, Gottesschild hat 50% weniger CD. Nein, ich spiele nur den Retri. 50%, also 2,5 Minuten Bubble. Und wenn man unter 20% kommt, dann, also nee, ne, genau, ein Angriff, der mich killen würde, tötet mich nicht. Bubble wird ausgelöst und ich werde um 20% meines Lebens geheilt. Wenn Bubble of Cooldown ist, wird sie nicht ausgelöst, ist klar. Trotzdem ist es ein Lifesaver. Man sollte halt nur aufpassen, dass die Autobubble nicht angeht. Das heißt, man sollte das irgendwie so benutzen, dass man erst bubbelt und danach hat man das Talent dann als, ja, safe, ne? So wie, was gab's denn das? Argent Defender war das, glaube ich, beim Protpalli mal gewesen. Dass wenn er tot, wenn er wenn er einen tödlichen Treffer bekommt, wird er auf 35% seines Lebens hochgesetzt. Und so funktioniert das hier meines Wissens auch. Hm. Was habe ich jetzt hier nochmal drin? Genau, Siegel des Lichts. Das lasse ich mal drin. Das ist schon... Muss mal gucken, also es ist schon... Was hatte ich denn jetzt schon mal geändert? Genau, Crusader Flurry. Auge um Auge. Ach, das habe ich total vergessen. Ja, das auch wie gesagt nicht wundern. Ich muss da echt noch reinkommen. So, Dev-CDs. Na, das konnte ich eigentlich jetzt nicht. Bubble will wieder jetzt. Na? Ah, da ist er ja. Siegel des Lichts. Schau mal an. Zack, da geht er down. Dann. Also 20% Tempo, Lauftempo merkt man dann schon. Ich sterbe endlich. 500k. Fragen. Ach, da lebt er wieder. Ach du Schwein. Ich sterbe wieder. Hallo Ashbringer! Hallo Ashbringer! Was machst du da? Ey! Verpiss dich! Tja, das hast du falsch getimed. Ja, jetzt haut er ab. Oh, das Licht ist drauf. Oh, natürlich! Ja, das Item-Level ist, also beziehungsweise die Items, ja. Das Item-Level wird auch übrigens hier erhöht, ne? Ja, beziehungsweise die Stats werden erhöht. Das Item-Level bleibt gleich. Darüber wird auch die Justage gemacht. Die Werte sind ja fest, also man hat ja null Spielraum. Es gibt auch kein Set-Boni hier. Also es gibt auch kein PvP-Set-Boni, zumindest hier. Keine Ahnung, ob sie für PvP grundsätzlich noch was einführen. Das wird man sehen. Gehe ich nicht hin. Ich bin nicht wahnsinnig. Ist hier. Hier geblieben. Na, jetzt komme ich nicht ran. Ja! Das ist geil! Das ist schlimmer als morgen, sorry. Kein Verständnis für. Krieg ich ihn noch? Nö, kriegt man nicht. Dann sterbe ich jetzt. Jupp. Ja, sterbe ich. War das jetzt wieder irgendwas Millionen? Nee, war es nicht. Jetzt schon. Ein bisschen früh. Auf die Zahlen, wie gesagt, so direkt keinen Wert nehmen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob man so wirklich erkennen kann. Dürfte von der Videoqualität vielleicht gerade so hinhauen. Ich habe die schon auf die höchste gestellt. Das sind halt fixe Einstellungen, da ich halt kein entsprechender Partner bei Twitch bin. Weil dann könnte ich nämlich andere Einstellungen machen. Lang. Ach, falsche Taste. Kann man nicht aber jetzt dann, mein Freund.
echt genial, wie lang der lebt. Jetzt weiß ich nicht genau, was der alles noch an Heal bekommen hatte. Was ist denn Inline? Was ist ein Arcan-Mage? Könnte durchaus sein. Nee, Quatsch, ist ein Feuer-Mage. Das Schild ist Magie, das kann er also klauen, wenn er Bock hat. Aber was heilt der denn so? Jetzt hat er schon wieder sich irgendwie geheilt. Sag mal, was zum Teufel macht der? Das ist was, was ich jetzt nicht verstehe. Woher heilt der sich? Das ist ein Mage. Ah, fall durch, Scheiße. Alter Schwede. Das gibt's ja gar nicht. Das finde ich also gerade ein bisschen abnormal. Oh, scheiße, nicht erwischt. Das ist gerade wirklich abnormal. Das ist ein Mage. Keine Heilmaschine. Na endlich. Meine Fresse. Ah, da ist ein Heiler. Ach, ich vergesse ja die ganze Zeit, dass ich ja... Ne, alleine nicht. Ah, ne, es hört ja noch ein paar bei mir. Oh, oh. Wo ist da eigentlich Sinn, dass die Koppel dann ist? Fuck you. Alle geblendet. Das ist jetzt wieder was, da muss ich mich wirklich entschuldigen. Ich denke da einfach nicht dran. Es ist so viel. Man kann scheiß viel kombinieren. Das vergessen viele. Man kann hier... Also ich kann wirklich viel kombinieren. Ich habe an der... Also in der Theorie an der Puppe kein Thema. Aber hier in der Praxis... Unmöglich gerade. Also... Achso, das kann man jetzt im Laufen casten. Cool, wusste ich auch nicht. Ja, das war natürlich wieder ein Fail. Ja, das ist mein Todesurteil, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, hab ich nicht aufgepasst. Ach ja, noch ein Chat nebenbei im Auge behalten. Da komme ich gleich richtig mit. Er heilt sich durch seinen Blink. Ey, das ist so behindert. Er blinkt ja alle Gefühle alle 5 Sekunden. Das ist wieder eine Sache, wo ich nicht verstehe. Aber gut. Heilt sich aber ordentlich durch sein Blink. Finde ich jetzt nicht so okay. Boah, natürlich. Ja, jetzt kommen sie rein, die Zarker. Ja, ich will sterben. Da machst du nix. Gegen so viele. Nein, keine Chance. Ja, oh, Respawn verpasst. Hier, wer die Tabelle mal sehen will, ist wie gesagt bei weitem nicht aussagekräftig. Keine Ahnung, ich weiß, die Leute spielen ja so im Moment, man sieht Demon Hunter, sehe ich viel, Hunter, Feral, Schurken, Palas sieht man jetzt auch nicht wirklich oft. Also ich glaube, das ist jetzt das 5. BG, was ich mache. Ach nein, schon wieder. Also ich wollte doch. Das wollte ich doch machen. Da, Bubble an.
Bubble, meine eigene. Jetzt habe ich zwei CDs angeschmissen, das ist natürlich kontraproduktiv. Aber gut, so ist es manchmal. Ach, scheiße, ist ja immun. Jetzt will ich sterben. Ach, scheiße, ist ja immun dagegen. Fuck. Nett aufgepasst. Oh, das verlieren wir sogar. Ja, das verlieren wir. Wenn die beiden durch sind, haben wir fast verloren. Was aufzuholen ist. Naja. Ist schon keiner wirklich drum. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die Segen sind keine Magie. Das heißt, sie kann uns keiner. Sie kann nicht, können nicht geklaut werden. Es gibt ein PvP-Talent, was irgendwie da. Nee, nicht ganz. War doch anders. Was ist das? Ah, das ist der Heiler. Mach mal dich weg. Oh, 600k. Oh, natürlich, du hast ein Inline bekommen. Jetzt komm ich nicht raus. Ja, vorbei, verloren. Da ist die Endtabelle. Nicht zu viel drauf geben. Auch wenn es schön ist, die Zahlen zu sehen und so weiter, ist natürlich klar, kann ich auch verstehen. Aber, halt hier anmelden. Da haben wir nicht viel bekommen. Da, das wurde auch ausgelöst. Das wurde gerade eben ausgelöst, stimmt. Muss man auch halt aufpassen. Das ist auch so, also muss man gucken, wie das funktioniert. Das ist auch wieder sowas, ein automatischer Anti-CC. Ist zwar praktisch, aber... wo ist er? Hier. Wenn man länger, wenn man es... aber ja. Wenn unable to act in combat for more than 2 seconds, Ashman will break you free. Das war ja dann eben der Stunt vom Druiden. Aber der hat mich nicht instant rausgeholt. Hätte ich jetzt Insigne benutzt, wäre ich... ist die Frage, was passiert wäre. Hätte er mich jetzt rausgeholt oder nicht? Weil das ist doppelt gemolt. Ich hatte so breiter Schatz nicht benutzt. Das wäre halt dann die Frage, wenn dann, weil dann überlappt sich das. Dann habe ich den Signe auf CD und das Ding hat gepunkt. Ich war auch, naja, super, dann ist es für ein Popo gewesen. Ja, gut, also man ist hiermit, ist man schon flexibler. Die 20% merkt man schon. Muss ich, ist so Geschmackssache. Weiß nicht. Ich habe jetzt auch wenig dran gedacht, aber wenn ich es anhatte, ich war dann doch eher am Gegner dran. Muss man schon gucken. Alpha Keys bekommt man durch eine Einladung von Blizzard. Entweder weil man Glück hat und in der Welle drin war, oder weil man, einen bekommen hat. Die Entscheidung liegt bei Blizzard, das weiß ich nicht genau, nach welchen Kriterien die das machen. Ich weiß, es gibt Wellen, wo Invites rausgehen, aber keine Ahnung, woher, wie, nach welchen Kriterien die das machen. Ja, letztendlich ist es irgendwo Glück. Wobei, bei der letzten Welle, haben viele große Gilden, also wirklich die Gilden komplett, haben da Invites bekommen. Ja, zum Beispiel, ja, ein gewisser Bekanntheitsgrad wird da schon helfen. Mit Sicherheit irgendwo. Oh, mal die Kehle befeuchten. Ah, kannst ja nur quatschen. Da wird doch der Hals ein bisschen rau. Ja gut, Archimonde Mythic Kill reicht da nicht unbedingt aus. Ich kenne den einen oder anderen, die haben das alles schon länger down und da hat überhaupt keinen Invite bekommen. Also daran liegt es dann jetzt eher weniger. Außer man hat es relativ schnell gemacht im Verhältnis irgendwie. Keine Ahnung. Ist ja letztendlich auch egal. Man kriegt ihn oder man kriegt ihn nicht. Ja, eben, Sister. Das ist keine Garantie. Ich kenne auch jemanden, das sind jetzt keine Bekannten irgendwo. Also in WoW bekannte Spieler, Gilde und so weiter, die haben das down. Die haben in alle ganze Gilden einen Invite bekommen. Ja. War jetzt da nicht irgendwie besondere Leute. Hab ich angemeldet? Ja, hatte ich, gell? Genau. Waren da jetzt in dem Fall nicht so irgendwie besondere Leute. Also, schwierig immer.
gab es hier. Gut, das hatte ich noch nicht ausprobiert. Im BG ist halt jetzt das Problem 2,82 Sekunden. Ich glaube, 3 Sekunden hat es standardmäßig. Man kann gekickt werden. Ja, ich wurde jetzt bei den paar Heals, die ich im Kampf gemacht, also im Zerg irgendwie gemacht hatte, und ich irgendwie nicht, ja, eben, ja. Ist halt irgendwie, kommt man da rein, ne? Lass mal gucken. Schade, dass das nicht funktioniert, weil das ist ein ordentlicher Heal. Ach, naja. Damit habe ich es aus. Also, es geht hier alles schon. Ich persönlich finde halt irgendwie. Ja, das ist halt eigentlich auch wenig Schaden. Was habe ich denn hier jetzt? 31.760. Und wenn ich das nehme, habe ich das Gleiche. Also. Das hier wird nicht stärker, sondern das. Weiß ich, das finde ich irgendwie auch Banane. Ich meine, ich habe hier 3 Aufladungen. Hier habe ich noch Tempo und AE. Hier habe ich einen Proc. Okay. Naja, ich weiß nicht. Da macht es dann, glaube ich, doch sogar mehr Sinn, Seals Eifer zu skillen. Wegen der Tempo. Das ist dann doch irgendwie besser, also irgendwie komisch. Blendendes Licht, da habe ich jetzt, wie gesagt, kaum dran gedacht. Das müssten wir dann nochmal in Duellen und alles ausprobieren und das dann aufs Ding übertragen, auf ein, aufs PvP allgemein. Das zu time ist eigentlich nicht schlecht. Man macht das blendende Licht. Dann sind sie ja alle, ne? Kann sich keiner erstmal bewegen. Wenn es keiner anschlägt, dann schmeißt man nämlich noch schnell das hier. Das ist Heiligschaden. Das heißt, die werden nicht aus dem CC genommen. Dann zieht man Wings und dann schmeißt man, macht man göttlichen Sturm. Das ist ordentlich Schaden. Und diesen, wenn da keiner Damage drauf machen sollte, was ja in Zerg schon wirklich ist, dann kriegen die ordentlich Schaden ab und sind CC'd. Müssen wir mal probieren. Schwer zu timen wahrscheinlich. Heiliger Zorn muss ich dann gleich probieren. Gleichheit ist auch so eine Sache. Das ist ja dann eigentlich richtig viel Schaden. Allerdings weniger Schaden gegen, gegen den Spieler. Ach ja, zum Burst hiermit. Massenurteil noch vorher. Also erstes Urteil, dann blenden. Das schmeißen und dann könnte ich einen Sturm spammen. Da pusht man sich ordentlich im Damage Meter. Hier muss ich auch mal gucken. Da weiß ich auch nicht, ob ich das nehme. Oder das hier. Weiß nicht. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe so ein passives Ding, hat man ja schon. Bin ich eher dafür vielleicht. Hier werde ich wahrscheinlich das hier nehmen. Macht als Dauer gar nicht mal so wenig Sinn. Hier wird wahrscheinlich das immer geskillt werden. Ja, weiß ich nicht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Finde ich. Dadurch, dass die Segen ja... Die kann ja keiner wegmachen. Dadurch macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn, das zu skillen. Ja, das klingt jetzt auch nicht verkehrt. Aber da finde ich das sogar besser. Wenn ich geheilt werde, werden Leute im Umkreis von 10 Metern um 30% des Betrages geheilt. Oh, Entschuldigung. Ach, das gehen. Die Leute, die meine Videos gucken, kennen das gehen, ja. Jetzt habe ich nicht dran gedacht, mich zu muten. Ja, denn White lässt jetzt gerade schön auf sich warten. Das wird wahrscheinlich dann auch noch geskillt. Hier ist also die Frage. Das ist eine Aura. Wenn freundliche Ziele innerhalb von... Nee. Ella ist das Mitspieler innerhalb von 40 Yards. Die komplette Kontrolle verloren. Stun, Schieb und so Geschichten. Mit meinem Heiligschaden und kritische Trefferchance erhöht um 3%. Hält 10 Sekunden, stapelt sich bis zu 10 Mal. Das klingt natürlich nicht schlecht. Recht und Ordnung. Ja, okay, das ist die Hand. Da muss man gucken. Das finde ich total Banane. Alle 6 Sekunden, alle Minute mal eine Chance, dass man 40, dass man Engine Raft für 5 Sekunden hat. Ich weiß nicht. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das kann man schön kombinieren mit hiermit. Macht 50% mehr Schaden auf gestunten Ziel und hat keinen Cooldown. Aber die Frage ist, wie viel Schaden? 93.000 Holy Damage über die Zeit ist natürlich
fast schon so stark wie das Urteil, ne? Urteil macht fast 99.000, hier sind wir bei 93.000, heilen noch ein bisschen. 50% mehr Schaden, da wären wir bei über 140.000, 148 oder so. Ja doch, 149.000 Schaden wären das dann. Das ist ja nur der Schaden, der da so angezeigt wird. Letztendlich ist er eh höher und angefangen ist. Oh, was habe ich denn jetzt für Talente drin? Heiliger Zorn haben wir drin, göttlicher Eingriff. Seal haben wir wieder drin. Ach du Scheiße. Fängt ja schon wieder gut an. War das jetzt viel? Boah, macht einen ganz netten Eindruck, oder das müssen wir nochmal testen. Tötet mich nicht, nein! Lass mich in Ruhe! Ach, die Autobubble. Ja, die Autobubble. Der fährt jetzt in den Arsch. Nein! Nein, tot! Ja, zum Thema Prot-Paladin, ich hoffe, dass da noch was kommt. Das ist ja schon übel. Das ist ja echt übel, was die da drücken können. Na ja, gut, die Hunter ziehen alles ab. 2, 3. Nur am Zwergen hier, nur am Zwergen. Wo gehe ich denn jetzt hin, ohne gleich zu verrecken? Können wir denn irgendwie helfen? Ein bisschen nur. So, jetzt dann melde ich mal. Jetzt kriegst du den ab. Ah, du Sau. Na, ah, okay, da hat Death City ja. Ich wollte sagen, da kommt ja gar nichts rüber. Och, Menno. Was war denn das jetzt? Chaosschlag, ne? Was hat mir denn da so viel Schaden in der kurzen Zeit gemacht? Viele kleine Angriffe, nichts wirklich Dickes. Hm. Naja, gut, okay. Ging halt schnell. Na, Takes im PvP ist so eine Sache. Ich halte da nicht viel von. Aber gut. Wenn es so ist, ist es so. Solange sie einem nicht den Rang ablaufen, kann man damit leben. 9. Na? 9. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Mist. Hier, Kopfschuss. 1,4. Das ist halt, ne? Der da. Da brauche ich mich nicht wundern. Und das sind ja dezente Unterschiede. Aber gucken, wie lange ich noch mache. Solange so ich Hunger ist, es geht auf. Es ist nach 1 Uhr schon, wow. Wie lange läuft der Stream schon? Wahrscheinlich eine halbe Stunde, 2 Stunden, ne? Ah, ne, 1 Stunde jetzt. Oh, gar nicht so lang. Na, gucken wir mal. Ja, ich verhungere ja nicht. Ich habe die Reserven. Töten! Bäm, da fällt er um. Batz umgehauen. Na, 176k ist jetzt nicht die Welt. War ich gekickt? War ich gekickt? Das verreck ich jetzt. Nein, ich glaube, ich wollte. Weg aus der Gefahrenzone soweit. Und nach 3 Heals oben sein. Na komm, geht noch einer. Da ist der 4. Das war's und schon ist mal oben. Nochmal. Es ist wie komisch, wie gesagt.
Arschloch. Ach, ich habe die Equality. Das hätte ich mal benutzen müssen. Das ist wieder so eine Sache, da denke ich einfach nicht dran. Habe ich das jetzt geskillt gehabt? Ja, Gleichheit. 5 ist hier. Gleich mal probieren. Da sollte dann ordentlich was rumkommen. Theoretisch. Also überlegen Sie, jeder eine halbe Million? Schon heftig. Wäre schon heftig. Ach, jetzt ist schon vorbei. Ah, cool, wir haben gewonnen. Prima. Ja, okay, das war jetzt wirklich nichts. Das war jetzt wirklich blöd, jetzt wollte ich das ausprobieren. Hätte ich doch eben nur dran gedacht, hätte ich schön, ne? Oh, gehen wir schnell in den Wald. Glaube ich zwar nicht, aber... Ich kann vielleicht eine Puppe gehen, irgendwas machen. Das ärgert mich, dass das nicht funktioniert. Ah, da habe ich auch eben nicht gekickt, das verstehe ich auch nicht so ganz. Eigentlich eben. Beziehungsweise hier nochmal probieren. Deswegen der Weisheit müsste mich jetzt entsprechend mehr heilen. Ne, tut es nicht. Heilt genauso viel. Man sieht so hier jetzt nur. Da sind es 20%. Das bleibt gleich. Das bleibt gleich. Wenn wir das hier skillen, sind es 10%. Bleibt gleich. Bleibt gleich. Also ändert sich nur für Segen der Macht. Moment, geht es? Da sind wir wieder. Waren die Puppen denn ja? Fliegen kann man übrigens hier nicht. Auf PvP-Sache. Man kann auch, wie gesagt, nicht raus. Man kann nur in den Hauptstädten irgendwie agieren. Ich kann nochmal gucken, wie sich das so spielt. Ja, das geht schon, aber Problem ist halt... Man ist nicht so oft an einem Ziel, ihr seht das, ihr habt das ja eben schon gesehen, man ist nicht oft an einem Ziel, an einem Caster sowieso irgendwie nicht. Und dann ist so ein dicker Angriff ist da eigentlich besser. Ne, halt, jetzt tue ich aber vorher die Talente ändern. Aus dem Kampf, aus dem Kampf, aus dem Kampf. Zack, ich habe nämlich keinen Bock, in ein angefangenes BG zu kommen, dann wieder die Sachen nicht ändern zu können. So. Ändert nichts, dann kann ich wieder gleich halt spaßhalber skillen. Ach du Scheiße. Oh, eine Eule, ein Feral, Schurke, Krieger, Mage. Frostmage geht glaube ich immer noch nicht. Ne, Feuer, ja, na klar, die meisten haben glaube ich immer Feuer. Arcana habe ich schon keinen gesehen. Nicht wissentlich. Immer unter Vorbehalt. Fehlt eigentlich jetzt fürs nächste PvP-Level. Ja, immer noch 750, ja. Beziehungsweise. Ich glaube, selbst wenn man das verlieren könnte, man. Wenn man das nicht sang- und klanglos verlieren könnte, man. Könnte man es aufs nächste Level schauen. Gibt es dann schon was? Ne, 6, 18, einmal 2er-Schritten, 3er-Schritten und dann hier wahrscheinlich 4er, ne, 3er. Hopp. Running Gag, ich krieg den nicht los. So, Rudle. Und wie viel gehen WW? Leuchtturm. Zwei Leuchttürme, ja klar. Da kommen welche. Ja klar, schieß durch Wände. Alter Schwede, willst du dich verarschen? Was drückt denn der jetzt schon?
Pet. Oh, dann halt den hier. Getappt haben wir's. Das haben wir auch, aber da ist keiner mehr. Wahrscheinlich tut es gleich Reed, tut es gleich angreifen. Auch nicht. Na, da ist aber jemand. Da, an jemand mehr. Ja, dann kann man ja da hinten zagen, ne? Ist da jetzt was oder nicht? Ja, da ist nix. Ein Fäkaldruide? Ist das ein Heiler? Kriegen sie sich. Gehen wir mal mit. Ist das ein Feral? Ich glaub schon. Hier geblieben. Töten damit tatsächlich. Das ist wirklich weh. Der reflektiert? Der steht reflektiert? Hallo? Oh, das ruckelt gerade. Ich weiß nicht warum. Alter Schwede. Wie bist du? Sag mal, was ist denn das für ein Vieh? Das ist aber nicht normal. Was zum Geier ist das? Ich weiß auch gerade nicht, warum es hier ruckelt. Ey, das ist ja gerade hart lächerlich. Das ist ja gerade hart lächerlich. Was ist denn das für eine Scheiße? Was war denn das? Ach, geil! Was zum Teufel? Was war denn das? Das war ein Dang, wenn ich das richtig sehe. Das war... Also sei mir nicht böse. Nerf-Tanks, das ist doch Schwachsinn. Oh Mann, sowas kann man doch nicht mal in der Alpha bringen. Sowas Bescheuertes. Alle reiten weg und das haben wir nicht. Schön. Was ist denn da überhaupt? Kann man das vielleicht selbst holen? Zu zweit, na, versuchen es mal, ha? Das soll. Ah, Drecksau, es läuft in die falsche Richtung. Hier geblieben. Kickfehler, was leckt. Wieso kann er denn schon wieder durchhalten?
Das wäre gefährlich. Oh, also down. Ein Level höher kommen. Aktuell geht es halt relativ schnell, aber ich vermute auch einfach mal, das ist Absicht, dass das relativ schnell geht. Spaß, dich habe ich gefressen. 6,37 Millionen. Blizzard, bitte. Das ist doch nicht normal. 6,37 Millionen live hatte der. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie der heißt. Naja, da wird es hoffentlich doch entsprechende Anpassungen geben. Hoffentlich. Ist der Inline. Tja, so ein Freispruch wäre jetzt auch nicht verkehrt. Ey, schon wieder dieses dumme Rumgeblinzel. Das ist doch lächerlich. Danke für den Kumpel. Dankeschön. Wo ist Achsion? 16 Millionen Heal. Wobei es ja auch noch wenig ist. Das geht ja eigentlich. Ich hätte ja vorhin schon mehr gehabt. Wollt ihr irgendwie helfen? Ein bisschen, ja.
Tschüss. Wow, wow, wow. Immun. Sehe ich das gerade wieder richtig? Tank, 12 Millionen. Ey, Leute, das ist doch echt nicht mehr normal. 12, nee. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich wollte gerade sagen hier. Ich dachte eben schon. Ich dachte eben schon. Oh, kriegen wir hier schon oder schon? Arschlecken, mein Freund. Thanks for heal. Yes, das muss heal. Ah, Stufe 5, schön. Mit 6 gibt es das nächste erst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, es macht schon Spaß, ja. Aber es ist halt. Es ist halt irgendwie. Es ist für mich natürlich ungewohnt, wie so ein Krüppel zu spielen, weil. Also, verkrüppelt, was Mobility betrifft. Aber es kommt schon irgendwie hin, wenn man am Gegner mal dran ist. Es kommt schon hin, wenn man am Gegner dran ist, dann kriegt er schon ins Gesicht. Also so ist es jetzt nicht. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern man nachher die fehlende Mobility groß mit den Talenten ausgleichen kann und mit Teammates. Das ist halt so die Frage. Ich denke aber eher, dass es mehr Sinn macht, wenn man Talente nimmt, die einfach dann mehr drücken. Also sprich, dass man sagt, jemand benutzt Klinge der Tugend und nicht Klinge des Zorns oder den göttlichen Hammer. Das ist, glaube ich, im PvP sowieso keine Option. Auch im RBG glaube ich das eigentlich nicht. Aber gut, das muss man mal probieren. Das ist, ja, das dann war mir dann doch irgendwie netter. Ich weiß nicht, müsste ich gucken. Also es macht, also wie gesagt, Spaß macht es auf jeden Fall. Es gibt Sachen, klar, Zahlen müssen noch angepasst werden, aber ich bin halt der Meinung, ich persönlich hätte jetzt auch kein Problem, wenn der Schaden ein bisschen runtergeschraubt wird. Zumindest der Burst-Schaden vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Aber dafür doch etwas mehr Mobility drin ist, dass man dann wieder langen Arm des Gesetzes, also diesen kleinen Sprint aufs Richtturteil hat. Vielleicht noch ein Freispruch. Weiß ich nicht so genau. Es ist ja jetzt im Moment so, in den BGs wird ja nur gezerrt. Da wird ja gar nicht richtig. Nein, die Alpha ist nicht für jeden offen. Die Alpha ist nie für jeden offen. Was du meinst, ist die Open Beta. Keine Ahnung, ob es eine geben wird. Was ich gerade im Chat lese. Und da ist halt die Frage, inwiefern das nachher dann aussieht. So, ich habe aber jetzt A, Hunger. und B, habe schon ein paar Dinge zu erledigen. Ich sag vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde natürlich die Tage öfters noch streamen, weil ich natürlich dann halt weiterhin PUGs mache und das nehme ich dann alles auf. Der Stream heute wird ein bisschen kurz, ein paar Sachen abgeschnitten und dann wird der hochgeladen, kann auch vom YouTube-Channel angeschaut werden. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Einfach dann mal auf Twitter gucken, da werde ich dann bekannt und auch im Parler-Forum offiziell wenn ich bekannt geben, wenn der Stream dann wieder läuft. Ist dann immer kurzfristig und spontan. Ja, in diesem Sinne, wenn was sein sollte, meldet euch einfach, ne? Im Forum oder auf Twitter. Ich sag danke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!